Hallo meine Lieben. Schön, dass du wieder bei mir gelandet bist. Ich freue mich. Welcome back to my channel. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist gut in die neue Woche gekommen. Und ich wollte ein kleines Depot Haul machen. Ich habe nämlich eingekauft im Sale. Und da möchte ich dir mal ein paar Sachen zeigen, die ich gekauft habe. Das sind einmal diese Tischsets. Die sind total flauschig, so ein Teddystoff. Und Rückseite ist Fels. Die habe ich jetzt aber nicht als Platzset, Tischsets gekauft. Dafür sollte man sie eigentlich benutzen. Ich habe sie für meine Meerschweinchen gekauft. Sie sind richtig schön kuschelig. Und entweder mache ich die mit ins Gehege oder wenn sie mal draußen sind, bei mir auf der Couch, da haben sie es dann total kuschelig. Die Sachen, die ich hier vorstelle, habe ich alle selbst gekauft. Bei Depot oder Depot online. Im Zähl, also unbezahlte Werbung, ne? Alles selbst gekauft. Und selbst bezahlt. Ja, davon habe ich zwei Stück mir geholt und wie gesagt, ich benutze sie nicht als Platzset, sondern für meine Meerschweinchen. Ich glaube, die werden sich sehr freuen darüber. Das sind denn so kleine Matten. Dann habe ich Duftkerzen geholt. Man muss ja jetzt auch schon wieder an nächste Weihnachten denken. Ich kaufe meistens alle Deko-Artikel, Weihnachtsartikel im Sale. Weil, warum soll ich irgendwie 70% mehr ausgeben? Wenn ich weiß, ich bekomme sie dann später im Sale günstiger. Das mache ich eigentlich schon seit Jahren so. Egal ob das Weihnachten, Ostern oder Halloween ist. Bestelle ich eigentlich, kaufe ich eigentlich fast immer dann in der Nebensaison, Nachsaison. Das sind ganz normale Duftkerzen. Einmal Let It Snow und hier ist steht drauf Falalalalalala. Davon habe ich jeweils zwei Stück und die packe ich dann in mein Schränkchen. Das sind dann schon wieder kleine Geschenke für nächstes Jahr. Ich kann mir mal eine aufmachen.
Richtung riecht sehr angenehm. Ich würde so sagen, nach frischer Wäsche. Wenn ihr euch so vorstellen könnt, was ich meine. Ja, das riecht so ganz dezent. So nach Weichspüle. Ja. Ich guck mal, ob ich die auch aufbekomme. Und ich jetzt nicht die Verpackung kaputt mache. Hoppala. Okay. Das ist die Rosane. Steht drauf. Die ist so ein bisschen herber. Die riecht so nach. Ich würde meinen Vanillepudding. Dann habe ich so ein Brettchen, das ist mit Kunstblumen, das wollte ich mir in der Küche oder im Flur oder ich bin mir noch nicht genau sicher wo, das wollte ich mir aufhängen. Finde ich total süß. Ich stehe auf sowas. Hier ist dann so eine Schlaufe. Dann kann man das aufhängen. Ich finde das total schön, ich mag sowas. So, dann habe ich, fand ich total schön, das sind zwei Stück, das sind so wunderschöne Kerzenhalter und ich fand die so schön, weil die im 2 in 1 sind. Man kann die einmal mit Teelicht benutzen und wenn man die umdreht, kann man die aber auch mit einer Startkerze benutzen. Das finde ich total schön. Und habe ich so in der Art auch noch nicht gesehen. Quasi 2 in 1. Und finde ich richtig schön. Einmal Teelicht oder eine Startkerze. Finde ich total schön. Das ist so ein, der hat
die Farbe kann ich schlecht beschreiben. Das ist so ein rotbraun Rostkastanie. Vielleicht ein bisschen orangebraun. Kann man schwer beschreiben. Richtig, richtig hübsch. Das ist auch ein tolles Geräusch, oder? Geil ist das denn? Ich finde, das hört sich fast so an wie Tierchen. Wenn die Meerschweinchen so vor sich hin glucksen. Ja, also die Teile fand ich richtig, richtig schön. Da freue ich mich auch sehr. Dann habe ich diesen wunderschönen Kranz geholt. Den kann man als Kopfschmuck benutzen. Man kann den aber auch zum Basteln nehmen oder anhängen. Ich fand den total süß. Schaut mal. Jetzt bin ich ein Blumenmädchen. Wenn das nicht süß ist, weiß ich auch nicht. Voll niedlich, oder? Ja, auf sowas. Finde ich total schön. Kann man natürlich auch weitermachen oder enger. Ich glaube, damit kann man wirklich schöne Fotos auch kreieren. Ja. Fand ich voll, voll, voll schön. Den setze ich jetzt. Na, ich muss den noch ein bisschen verstellen. Dann habe ich hier eine Blumenampel. Das Netz dafür. Damit hat schon schön unsere Katze gespielt. Hier setzt man dann den Blumentopf rein und dann hat man so eine Hängeampel, die man an die Gardinenstange oder an der Decke, wo man halt will, befestigen kann. Da hat schon meine Katze schön mitgespielt. So. Es ist so bräunlich, grau. Delfin, würde ich, ist eher ein Delfin, ne?
schaut mal. Hier sind so ein paar Teile drin, wo ich mal so ein besonderes Video machen kann. So mit Holztapping. Das ist halt so ein Deko-Fischchen zum Verschenken oder fürs Bad. Ich fand den total niedlich, der Muster. Der Muster einfach mit. Schaut mal. Ja, 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 Flipper. Flipper. Was habe ich das gern gesehen als Kind? Kennt ihr das auch noch? Flipper? So, was habe ich noch? Ja, hier sind jetzt nochmal so ein paar Holzelemente. Sowas hänge ich immer sehr gerne so an die Schränke, so wenn da so Türgriffe oder so sind. Da mag ich sowas immer. Und ich fand das Design auch irgendwie schön und die Farbe. Oder das kann man auch an den Gardinenstangen schön befestigen. Oder zum Basteln, dekorieren, wenn man ein Geschenk einpackt. Und auch wieder aus Holz. Und das Teil auch. Ich stehe irgendwie auf sowas so folkloremäßig. So eine Quaste, voll weich. Dann habe ich noch den. Das soll ein Wellensittich sein, aber sind wir mal ehrlich, so richtig wie ein Wellensittich sieht er nicht aus. Zumindest die Farbgebung, ne? Und das kann man auch im Baum rein, im Weihnachtsbaum reinklemmen oder viele haben sowas auch in Gardinen oder an die Übergardinen. Kann man alles Mögliche mitmachen. Ist halt so ein bisschen Deko. Basteln kann man mit. Guck mal, der passt schön zu meinem Haarkranz, oder? Fand ich voll süß. Die hatten auch noch einen, also mit Gelb-Blau, aber der war leider nicht mehr da. Also viele Sachen, die ich euch heute hier zeige, sind leider auch nicht mehr online vorrätig. Ja. Wie findet ihr den? Hallo, meine Süßen. Dann habe ich so noch schon vorgesorgt für nächstes Jahr. Habe ich so Tütchen, wie ich dies Jahr auch gemacht hatte, für den Adventskalender. Wir haben die natürlich ordentlich aufbewahrt und die werde ich auch wieder benutzen. Aber ewig wird man sie halt nicht wieder benutzen können. Und deshalb habe ich jetzt mir schon mal ein paar Tütchen gekauft, die ich in die Weihnachtsbox reinlege. Und die zum Beispiel auch mit Kerzen. Und dann brauche ich nicht mehr losrennen und in der Adventszeit dann suchen und sehr, sehr hohe Preise dafür ausgeben. Also ich werde auch wieder einen Adventskalender machen für meine Eltern. Vielleicht ja auch mal noch für jemand anders. Oder diese Tütchen kann man ja auch so benutzen. Und die waren wirklich super, super reduziert bei Depot. Und ja, da habe ich zugegriffen. Einmal das Herzchen-Design. Und hier mit Sternchen. Also ich freue mich richtig, richtig, richtig drüber, weil ich da wirklich schöne Schnäppchen gemacht habe. Dann, das braucht man auch immer, denn wenn man einen
Kalender macht oder eine Geburtstagskarte irgendwie mit Zahlen. Die habe ich mir auch. Das sind Sticker, Zahlensticker. Und ja, die kann man dann auch aufkleben auf den Tüten oder wenn man eine Geburtstagskarte bastelt. Das ist so silberglitzernd. Darum habe ich gleich 3 Stück genommen. Weil wenn man die zum Adventskalender benutzt, dann braucht man ja mehrere, ne? Man muss ja auch eine 23 zaubern können, zum Beispiel. So, das war das. Dann habe ich hier auch noch so Sticker und Postkarten mit Schmetterlinge. Ich finde, da hat Depot auch immer total süße Sachen. Kann man immer brauchen, da habe ich auch gleich mehrere mitgenommen. Weil wenn ich mal eine Karte oder einen Brief schreibe, klebe ich immer irgendwelche schönen Aufkleber noch dazu. Ich mag das total. Und dann habe ich hier noch so ein, wie nennt man das noch, ein Notes-Sticker. Wenn man zum Beispiel auch Lesezeichen macht oder fürs Journaling, dann sind das so kleine Lesezeichen, Aufkleber. Ja. Und dann habe ich noch 2 von diesen mir geholt. Das sind so Täschchen, abwaschbare Täschchen. Da mache ich dann zum Beispiel, wenn ich verreise oder zum Arzt muss oder so, da mache ich dann Impfpass, Versicherungskarte und all sowas rein. Oder man kann diese Umschläge natürlich auch nehmen, so fürs Haushaltsgeld oder wenn man so Geld abzählt und spart, dann kann man das auch schön machen. Oder so eine kleine Reiseapotheke. Und hier ist dann auch so ein Karabiner, weil viele Taschen haben doch dann auch, oder Koffer heutzutage haben doch so ein Schlüsselbundring dran, dann kann man das auch in die Tasche machen, dass man die Handtasche so ein bisschen geordnet und sortiert hat. Ja, also fand ich ganz gut. Ich glaube, die haben 30 Cent oder so gekostet. Davon habe ich gleich 2 geholt. So, und dann habe ich noch diese schöne Vase gekauft. Das ist hier so meine Lieblingsfarbe. Die ist aus Glas. Die kann man auch wieder von beiden Seiten benutzen. Einmal hier oder aber auch so, wenn man einen kleinen Blumenstrauß hat. Ja, fand ich total schön. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also ich habe hier noch ein Planer, Beautiful Days. Ihr wisst, ich bin Bullet Journal und Notizbücherkalender süchtig. Ich habe so viele. Ich finde die einfach schön. Ich kann da nie vorbeigehen. Hier ist es so Gold. Schaut. Und dann könnt ihr hier schreiben, wie ihr wollt. Ja.
Das hier so mit Palmen. Und ja, da ist es dann so unterteilt in 10 Wochentagen und rechts ist so eine Spalte, die liniert ist. Da kann man dann schreiben. Dann sind auch so nochmal die Monate extra gemacht. Kann man dann zum Beispiel als Geburtstagskalender oder so benutzen. Und ich benutze oft so eine Notizbücher auch, da klebe ich dann auch Sachen rein, die so eine Bedeutung haben. So wie auch so ein Zugticket oder Konzertticket oder Kinoticket. Oder ich male dann auch manchmal was rein. Also ich liebe solche Notizbücher, Timer, Kalender. Ja, meine Lieben. Das war's auch von mir. Wie fandet ihr meine gekauften Sale-Artikel? Bei welchen hättet ihr auch nicht widerstehen können? Was war euer Lieblingsteil? Erzählt mal. Also ich liebe alles, ich freue mich, habe mich total gefreut über die Bestellung, weil ich eben auch so, ich bin so ein Schnäppchenjäger und ich habe so viel Geld gespart und ich finde, ich habe so ein paar richtig schöne, süße Sachen auch. Ja, könnt ihr mal sagen, was ihr am schönsten fandet oder was ihr euch gekauft hättet oder was nicht. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ich sage schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Treue. Und wenn ihr mögt, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Ciao, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.